Was haben wir da? Man gibt ein bisschen Farbe ins Wasser rein, jetzt wird's fest zu Spaghetti. Hä? Jetzt haben wir einen Hasen, die macht einen Hasen. Ach, das wird alles fest im Wasser. Oh mein Gott, ist das cool. Besonders cool für die Kids und so. Das teste ich aus. Hier habe ich das Ganze, ich muss sagen, schon mal super süß eingepackt. Genau so ist es angekommen. 35 Euro kostet der Spaß. Machen den Deckel ab und schauen mal direkt rein. Also hier vorne ist auch die Anleitung. Hier schon einmal, wie das heißt. Dann haben wir hier drin die ganzen Utensilien. So, was das hier jetzt ist, das muss ich mir alles noch genauer anschauen. Hier haben wir einen Sieb mit dabei. Ist auf jeden Fall cool. Ah, das sind die Gele. Hier, dann können wir quasi unsere Figürchen machen. Hier haben wir unterschiedliche Farben. Hier haben wir einen Löffel, wozu auch immer. Finden wir auch noch heraus. Oh, bisschen Glitzer. Auch nicht schlecht. Das sind unsere Formen. Oh, ganz coole Formen, die wir hier haben. Jetzt können wir alles auspacken. Hier Farben. Also wir haben 5 Farben. Und hier sind die Formen. Jetzt kriege ich die alle auf einmal raus. Ich muss auf zweimal machen. Was haben wir denn da? Krabbe, Seepferdchen, Flugzeug, Stern. So. Oh, da ist der Hase. Den Hase, den will ich auch machen. Delfin gibt's, eine Giraffe. Nochmal ein Kaninchen. Aber den Hasen, den machen wir auch. Und ansonsten habe ich hier wahrscheinlich noch eine Anleitung drin. Die lese ich mir jetzt durch. Und dann können wir schon loslegen. Ich wollte gerade eine extra Schale mit Wasser dafür füllen. Das ist mir aufgefallen. Wir haben doch eigentlich alles, was wir brauchen. Wir können doch einfach das hier nehmen. Hier muss jetzt 1 Liter Wasser rein. Ich habe jetzt hier schon mal 1,5 Liter reingegeben. Jetzt nochmal 1,5 Liter. Jetzt haben wir 1 Liter. Und jetzt kommt hier dieses Zeug hier rein. Jetzt muss ich das hier irgendwie lösen. Ich habe ja einen Sieb, um das später rauszuholen. Hier habe ich einen Löffel. Komm, ich berühre das jetzt einfach damit, bis es unten gelöst ist. Das Magic Powder. Und dann können wir hier in unsere Formen. Ich habe mich für das Flugzeug entschieden. Und wie gesagt, für den Hasen. Machen wir beides. Dann bin ich mal gespannt, wie gut es wirklich funktioniert. Das Ganze hat sich jetzt aufgelöst. Das heißt, wir können gleich beginnen. Zuerst müssen wir aber hier unser Häschen auffüllen. Man soll halt aufpassen, dass es auch nicht überläuft, das Ganze. Die Augen, jetzt die Augen hier oben drüber. Eins. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Die roten Bäckchen. Das funktioniert jetzt wieder besser mit den roten Bäckchen. Jetzt gehe ich hier rein. Muss das 8 Sekunden lang drin halten. Es löst sich was. Aber was hat sich da gelöst, Leute? Was haben wir da rausgekriegt? Nein. Das ist ja ganz kaputt. Ich habe jetzt nochmal 1/2 Packung Magic Pulver reingegeben. Das verhöre ich jetzt und dann schauen wir mal weiter. Rot sieht man gut. Also das sollte doch von allein. Oh, guck mal, es löst sich schon an der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt ein bisschen shake. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen länger warten, bis ich schüttle. Das kann natürlich auch sein. Ah, guck mal, jetzt löst sich. Es löst sich schon automatisch. Ich muss jetzt nur noch so machen. Oh, es hat funktioniert. Okay. Jetzt ist auch eine gescheite Menge drin. Wenn ich jetzt das hier raussieb. Okay, beim Raussieben sieht es immer schrecklich aus. So, jetzt habe ich hier noch einen Delfin. Ja, guck mal. Hier, der Stern ist natürlich jetzt auch okay, der ist ein bisschen komisch. Aber Leute, es funktioniert. Geil. Und wenn man es jetzt rausholt, schaut das Ganze schon deutlich besser aus. Man erkennt den Delfin, das Flugzeug und den Stern.